Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget hier auf dem Kanal. Wir sind wieder live. Wir hatten ja die letzten Tage ein paar vorproduzierte Videos. Ich hatte Geburtstag, hatte noch eine etwas größere Zahnarzt-OP und dann hatte ich einen Fehler im Building on a Budget entdeckt. Deswegen wurden halt zwei Let's Plays vorgezogen und jetzt bin ich quasi wieder live, weil ich natürlich auch schon viel vorbereitet habe für nächste Woche. Also, oder dabei bin vorzubereiten, sagen wir es so. Und ich konnte das Building on a Budget dann hier nochmal neu aufnehmen und es ist eine wirklich coole Liste geworden, die halt Karten spielt, die man so fast noch nie, glaube ich, so richtig gesehen hat. Und es ist natürlich eine Karte dabei, die ich auf jeden Fall schon mal in einem Deck verbauen wollte. Und das Deck ist echt ganz cool geworden. Die Liste hat sich mittlerweile dreimal geändert. Und jetzt die Endversion gefällt mir aber am besten und zeige ich euch gleich. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig, nochmal ein großes Dankeschön an alle Patreon-Supporter, die hier den Kanal unterstützen. Wir haben oben, wie ihr sehen könnt, das erste Ziel überschritten und ich kann euch ab nächster Woche einen festen Sendeplan bieten. Das ist natürlich super cool, sowohl für mich als auch für euch, hoffe ich. Und da wird es dann am Sonntag ein kleines Zusatzvideo geben. Mache ich so einen kleinen Random-Podcast für alle, wo dann nochmal ich so ein bisschen darüber rede, wie ich mir das vorstelle, wie ich das machen werde, die Videos, die ich gesagt habe, die ich mache, wie ich das so aufteile auf die Woche. Und damit ich nicht so viel hier vor dem Building on a Budget rede, gibt es dann am Sonntag so einen kleinen Zusatz-Podcast, den ihr euch anschauen könnt. Außerdem habe ich gesagt, ich mache einen Behind-the-Scenes-Vlog für alle Patrons ab 5 Dollar, die den Kanal unterstützen. Da werde ich dann nochmal über alle Patreon-Details mit euch reden, Leute, die Sachen zugeschickt kriegen, da erkläre ich dann ein bisschen was. Aber das sind halt Sachen für die ganzen Patrons. Und das werde ich dann auf Patreon hochladen oder auf Patreon hochladen und dann achtet also darauf, wenn ihr einer der Patrons seid, da werde ich mich in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch am Sonntag dann, mit euch in Kontakt setzen. Die kriegen ja, ihr kriegt ja auch teilweise eine kleine Preview auf den Sendeplan, also was genau dann passiert in den Videos und ja, wie gesagt, das ist alles für die Patrons. Haltet da mal ein Auge offen, da wird in den nächsten Tagen viel passieren. Natürlich wird das oben auch noch weitergehen, das Patreon-Goal. Ich habe ja noch ein zweites Goal gemacht, wir haben viele Videovorschläge habe ich gekriegt und ich habe viele Ideen und das Ziel wollen wir natürlich oder muss ich natürlich nicht komplett erreichen, das ist einfach nur so für mich, dass ich ein bisschen flexibler bin. Wir wollen ja auch möglichst immer über dem ersten Ziel bleiben, sonst wäre das natürlich für meine Planung ganz schrecklich und alles, was dann quasi drüber ist, werde ich dann benutzen, um die Qualität der Videos weiter zu verbessern oder eben zusätzliche Videos zu machen, wie Anfängerreihe, Sideboard-Sachen, Commander-Videos, Pauper-Online-Videos, alles in die Richtung. Und da gibt es halt noch viele Sachen. Wenn ihr da Vorschläge habt, dürft ihr mir die natürlich auch gerne zukommen lassen oder irgendwo mir einfach schicken oder als Kommentar da lassen. So, genug vorweg geredet. Sonntag kommen weitere Infos und wir kommen jetzt zum Building on a Budget. Die Deckliste ist eingeblendet und eine Karte, die ich halt schon immer verbauen wollte, seitdem ich sie im Spoiler gesehen habe oder mehrmals geunboxed habe, war die Unterstützung vom Kuttengrund. Ist eine Karte, die ich halt im Limited nie ganz so stark fand, aber in dem richtigen Deck kann die durchaus gut performen. Das ist also so das Herz des Decks, 5 Mana, Verzauberung, Rebellion im Endsegment, falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter unserer Kontrolle das Spiel verlassen hat, dürfen wir die oberste Karte der Bibliothek aufdecken. Falls die aufgedeckte Karte eine bleibende Karte ist, können wir sie ins Spiel bringen, andernfalls kommt sie unter die Bibliothek. Natürlich, mein erster Gedanke war, wir können Sachen umsonst ins Spiel bringen, sollen die Sachen natürlich möglichst teuer sein. Hatte ich erst eine Eldrazi-Version, das Deck hier ist jetzt noch mit viel Eldrazi-Tokens, aber ist doch ganz anders geworden, weil die Eldrazi-Liste hat ein großes Problem, als ich die ein bisschen getestet habe. Und zwar hat man einfach zu viele teure Karten gezogen und da ich das Deck möglichst, also die Hauptkarten sollen möglichst standardlegal sein, beziehungsweise neue Karten zumindest sein. Bei der Mana-Base habe ich mich auch an der Evolving Wilds bedient, also das Deck ist nicht mehr standardlegal, habe ich ja auch nicht den Anspruch im Building on a Budget, das Deck soll Spaß machen und preiswert sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mit den Eldrazi-Tokens, das ist schon cool, weil wir können die Tokens für Mana opfern, können also auch so die schneller die großen Kreaturen rausbringen oder die Unterstützung vom Kuttengrund auch schon Turn 4 legen und sofort die Rebellion triggern. Gleichzeitig sollte man möglichst viele bleibende Karten im Spiel haben und möglichst wenig Zauberkarten, dass wenn man trifft, egal was man trifft, dass das ins Spiel kommt, egal ob das 1 oder 8 Mana kostet, Hauptsache es trifft was und es sollte nicht zu viele teure Karten eben haben, damit man die nicht immer auf der Starthand hat und ja, das ist dann halt nicht ganz so cool. Deswegen habe ich da ein bisschen die Auswahl ausgedünnt, habe ein bisschen Hellsicht da reingemacht, weil Hellsicht ist natürlich super gut mit der Unterstützung vom Kuttengrund, damit wir wissen, was auf unserem Deck liegt. Und ich glaube, ich habe jetzt eine sehr coole Liste mir ausgedacht, die ich euch wirklich gerne vorstellen möchte. Bin gespannt, was ihr sagt. Also, im Ein-Mana-Bereich haben wir den Blasenkokon. 4-mal, 1-Mana, 1-1. Wenn er stirbt, bringt ein 1-1er Eldrazi-Spielstein ins Spiel. Muss ich nicht viel zu sagen. Unser Deck ist ein bisschen ein Aristocrats-Deck. Es ist schwarz-grün und wir wollen möglichst oft Kreaturen opfern. Und das soll natürlich möglichst miteinander harmonieren.
Also wir haben so einen Agro-Plan quasi, wo Kreaturen immer bei sterben dürfen für die Unterstützung vom Kotengrund. Also so ein bisschen den Aristocrats-Plan, aber auch so ein bisschen dieses super Late-Game mit großen Kreaturen. Sehr lustig. Also Blasenkokon als One-Drop. Dann unsere Two-Drops sind Fäulnisschlürfer, 4 Stück und 2 Sulaport Mordgesellen. Den Mordgesellen würde man dementsprechend öfters spielen in einem Aristocrats-Deck, wenn man ein richtiges Sacrifice-Outlet spielt, wie Nantukuhas zum Beispiel. Also wenn man super viele Kreaturen immer opfert. Aber wir wollen ja in der Regel nur so 1 bis 2 pro Zug opfern, damit wir immer Rebellion auslösen. Deswegen habe ich den Sulaport Mordgesellen, damit das nicht so ein starkes Combo-Deck ist. Nur zweimal im Deck, den Fäulnisschlürfer aber viermal. 2 Mana 1-1, immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Das ist quasi unser zweiter paralleler Agro-Plan. Der Fäulnisschlürfer wird relativ recht stark. 5-5, 6-6, 7-7. Kann man gut mit angreifen und er frisst auch notfalls dann das erste Removal beim Gegner, weil er echt gefährlich sein kann und sorgt halt dafür, dass wir unser Spiel weiter aufbauen können. Dann im 3-Mana-Bereich, ganz wichtig, Katakombendurchkämmer, 3-Mana, 2-3, Pfahl. Wenn er ins Spiel kommt, bringt er einen Eldrazi wieder mit und immer wenn eine andere Kreatur bei uns stirbt, dürfen wir Hellsicht 1 machen. Das ist in mehrerer Hinsicht natürlich gut. Zum einen, Brutbeschwörer habe ich auch noch reingetan. Er ist ganz klein für nur die schlechte Version des Katakombendurchkämmers, weil er bringt nur einen Eldrazi mit und kann nichts. Aber ich wollte 6-3 Mana-Kreaturen, einmal wegen der Mana-Kurve und auch, weil ich unbedingt Turn 3 einen Eldrazi-Spielstein machen will, damit wir im vierten Zug einen Eldrazi opfern können und dann die Unterstützung vom Kotengrund für 5 Mana casten können, die dann auch sofort im Endstep auslöst. Also ich fand die Synergie einfach super wichtig. Wenn wir das mit dem Katakomben-Durchkämmer machen, kriegen wir sogar direkt noch einmal Hellsicht, können eventuell eine schlechte Karte von oben wegtun und dann eine teurere Kreatur da drauflegen und dann kann das Deck direkt einen sehr schnellen Temposprung machen und ist meiner Meinung nach da auch ziemlich gut spielbar geworden dadurch. Dann haben wir viermal den blinden Beobachter, 4 Mana 1-1, er bringt 2 Eldrazi-Spielsteine mit. Also einfach wieder Masse aufbauen, Eldrazis machen, die wir opfern können ab und zu. Und wenn er geflippt wird, sind es halt 3 Buddies, die wir ins Spiel bringen mit der Unterstützung vom Kuttengrund. Ziemlich gut. Und dann arbeiten wir uns in der Mana-Kurve hoch. 3 Brutwächter, 6 Mana, 3-3, bringt 3 Eldrazi-Spielsteine mit. Hat wieder den gleichen Sinn wie der blinde Beobachter. Und dann ganz am Ende der Finisher, den ich erst ganz spät entdeckt habe. Wie gesagt, es war wirklich ein Eldrazi-Deck. Und da habe ich mir gedacht so, ne. Das Ätherwindreptil, das spielt doch kein Mensch, die Karte ist nichts wert und ich will mal ein richtig billiges Deck bauen. Ätherwindreptil, der Hammer, 7 Mana, 7-7 Trample. Wenn der Gegner kein Removal hat oder nur sowas wie Fatal Push und stellt euch mal vor, wir haben 7 Eldrazis noch oder so im Spiel. Das Ding kommt ins Spiel, wir kriegen 7, 8, 9, 10, 15 Energiemarken und wenn das Ding nur einmal angreift, ist der Gegner meistens tot. Also wenn er kein Removal hat, Gegner ist ausgetappt, das Ding greift an für... keine Ahnung, 18, 18 Trample, weil es greift ja auch noch, also es ist einfach so krass, weil wenn es angreift, kriegen wir die Energiemarken ja auch nochmal. Und das ist super cool, einfach dann mit allen Eldrazis angreifen oder wir können auch ein Aetherwind-Reptil relativ schnell ins Spiel bringen. Falls wir keine Unterstützung vom Kuttengrund haben, können wir auch einfach Eldrazis opfern, um das Reptil schnell zu spielen. Und ich fand es einfach nur voll geil und auch das Artwork sehr schön. Das Aetherwind-Reptil ist ja hier unser Hintergrundbild und ich bin ja großer Fan von so Reptilientieren und sowas, wissen ja einige von euch. Und ich fand es einfach mal geil, diese Karte in einem Deck zu verbauen und dann auch noch zusammen mit so einer Underground-Karte wie Unterstützung vom Kuttengrund. Da musste das Deck einfach lustig werden. Ja, ein bisschen Removal wollte ich nicht drauf verzichten natürlich. 4-mal Knochenspreißel, Premium-Removal in diesem Deck, 1-Mana-Hexerei, opfer eine Kreatur als zusätzliche Kosten, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ja, da kann man mal ein Eldrazi-Token nehmen, ein Blasenkokon, irgendwas. Man kann damit sogar Rebellion auslösen für die Unterstützung vom Kuttengrund. Also Premium-Removal, wie gesagt. Und noch 2-mal die vampirischen Riten. Fand ich auch sehr gut. 1 Mana für 2 Mana. Opfere eine Kreatur, wir kriegen einen Lebenspunkt und ziehen eine Karte. Das ist ein bisschen fürs Late Game. Man kann überflüssige Eldrazis, schlechte Kreaturen einfach opfern, Karten ziehen, wir kriegen Lebenspunkte dafür und einfach nur stark fürs Late Game. Wollte ich auf jeden Fall hier im Deck drin haben. Top. Ja, Mana Base, wie gesagt, habe ich im super, super, super Budget-Bereich gehalten. Ich musste mich ja nicht an irgendwelche Restricted-Listen oder Formate halten. Mache ich ja einfach gar nicht im Building on a Budget. Es soll ja für zu Hause ein Spaßdeck sein. Sich entfaltende Wildnis kennt mittlerweile jeder. Dschungellichtung, ja, ist so ziemlich das billigste Dual Land, was man spielen kann. Kommt halt auch getappt ins Spiel. Und man kriegt aber einen Lebenspunkt, wenn es ins Spiel kommt. Ist natürlich cool. Wer das Deck verbessern will oder einfach bessere Länder hat, kann natürlich die Mana Base einfach verändern, wie er möchte. Da auch wieder der Hinweis auf Magic Shibis Deckbauecke, Episode Doppelländer. Da sind auch noch viele gute Budgetländer, die direkt besser sind als die Dschungellichtung. Die Evolving Wilds würde ich tatsächlich quasi immer im Deck drin lassen, weil auch sie kann halt Rebellion auslösen.
Natürlich wäre ein Fetchland besser, aber ein Fetchland in einem Budget-Deck, das muss ja nicht unbedingt sein. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, also hier die super Budget-Mana-Base. Gerne dürft ihr sie natürlich verbessern. Und einen Schleichweg der Diebe. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Alle Zuschauer der Let's Plays wissen, wie gerne ich den Schleichweg der Diebe spiele. Und mein Traum war es immer, ein riesiges Äther-Vent-Reptil durch den Schleichweg der Diebe durchzuquetschen. Ne? Stellt man sich so vor, das Ding geht durch den Schleichweg durch und kommt am Ende als 20-20 Trample rausgeflogen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung, wie ich finde. Und einfach als One-Off, wir sind nur ein zweifarbiges Deck, kann man auf jeden Fall ein Utility-Land, einen Schleichweg der Diebe sich gönnen, finde ich. Ja, das war mein grün-schwarzes Unterstützung vom Kuttengrund-Reptilien-Deck. Ich habe euch natürlich noch eine Deckbewertung vorbereitet, abschließend. Und zwar haben wir im Bereich Budget haben wir 5 von 5 Sternen. Heißt, das Deck kostet unter 10 Euro. Ich habe nicht wirklich alle Karten nachgeschaut, weil es wird keine Karte irgendwo gespielt. Also das ist wirklich alles irgendwo, könnte das rumliegen. Manche von euch, die einige Karten haben, haben das Zeug vielleicht alles zu Hause rumliegen. Und gerade die vermeintlich teuren Karten, wie die Mythic Rare, Aetherwind Reptil, das war, glaube ich, mit die schlechteste Karte aus seinem Set, oder die preiswerteste Mythic, die Karte möchte eigentlich keiner haben oder so. Und ich finde die in dem Deck einfach nur mega nice. Genau wie die Unterstützung vom Kuttengrund ist halt eigentlich nicht wirklich spielbar. Aber in so einem Casual-Deck, denke ich, ist das auf jeden Fall recht stark. Und ich finde das Deck mega geil. Und dafür, dass es quasi ja nichts kostet, seien wir mal ehrlich, ist es doch wirklich gut. Im Bereich Synergie, 5 von 5 Sterne. Alles ist wirklich aufeinander aufgebaut. Die Eldrazi-Tokens rampen einen, machen einem quasi schneller, lösen aber gleichzeitig die Rebellion von der Unterstützung aus, die Knochenspreise, selbst das Removal harmoniert halt mit den Karten und ach, alles funktioniert irgendwie zusammen. Richtig nice. Kreaturengröße, schwer. 3 bis 4 ist halt so eine Sache. Ich hatte schon Decks, wo deutlich stärkere Drachen drin sind. Aetherwind-Reptil ist natürlich auch ein bisschen größer. Das kann wirklich enorm anwachsen auf 15, 15 oder stärker. Also es sind schon größere Kreaturen. Im Bereich Flexibilität ist das Deck natürlich ein bisschen schwach. Es synergiert zwar sehr stark mit sich selbst, kann aber nicht wirklich flexibel auf Karten des Gegners antworten oder der Gegenspieler. Wir können halt mal die ein oder andere Kreatur zerstören. Das war's aber auch. Wir haben keine Counterspells oder irgendwelche trickigen Sachen, mit denen wir irgendwie mit den Karten vom Gegner interagieren können. Wollen wir mit dem Deck aber auch nicht. Deswegen finde ich das okay. Bereich Tempo. Ja, habe ich jetzt mal 2 gemacht. Vielleicht hat das Deck auch eine 3 verdient. Also manchmal hat man echt sehr schnelle Starthände. Man kann halt auch einfach Turn 3, wie gesagt, den Katakomben durch Kämmer legen. Turn 4, Unterstützung vom Kuttengrund. Und dann sofort ein Aetherwind-Reptil durch pures Glück von oben flippen. Also Glück, auch gutes Stichwort. Wenn man sich auf sein Glück verlassen kann oder sich auf sein Glück verlassen mal möchte, hat hier genau das richtige Deck gefunden. Aber durch die ganzen Hellsichteffekte kann man das Deck noch ganz gut manipulieren. So ein reines Glücksspieldeck fände ich einfach nicht gut genug und würde ich euch auch nicht vorstellen. Also ich habe mir auf jeden Fall was dabei gedacht, dass das Deck gut funktioniert. Bin mal gespannt, was ihr von meiner Liste haltet, ob euch das gefällt. Und ja, das war das Building on a Budget für heute am Freitag. Wie gesagt, noch nachgeholt. Hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Ich finde das Deck echt cool, weil man wirklich mal ein paar neue Karten drin sind, die man echt selten sieht oder noch nie gesehen hat. Lasst ordentlich Kommentare da. Wir sehen uns dann am Sonntag mit den Updates für nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!